Als Kind war mein Idol immer der Marc Streit. Ich habe immer schon nach ihm aufgeschaut und war bis zum Schluss immer der Marc Streit. Ja. Mein Vater? Das wäre, glaube ich, Joe Sakic. Ich habe früher immer natürlich NHL gespielt und habe immer das Team nehmen, wo er spielt, weil er einfach der Beste war mit Abstand. Ja, ich hatte eigentlich mehrere. Ganz früher war Joe Sakic und Steve Yzerman. Das waren so meine Idole. Und dann der Pavel Datsyuk. Ja. Das war, als ich klein war, in Amerika war der Pavel Bure. Damals bei Vancouver gespielt. Ja, ich fand seinen Stil mega cool, gefunden, so schnell war, auf der Schlittschuhe technisch überragend war. Ich hatte früher nie eine Szene, er hat auch mit dem Szene gespielt. Darum hat alles so ein bisschen gepasst. Das war Pavel Bure, ein Russ. Das hat mir noch gefallen. Als Kind hatte ich immer gerne Peter Forsberg. Einerseits, weil er bei Colorado hat gespielt hat und wo ich einfach das Logo gut gefunden habe. Mit YouTube und allem, und jetzt, wo du alles schauen kannst, schaue ich einfach gerne Superstar an, und aber früher war es Peter Forsberg und darum habe ich jetzt 21. Ja, eigentlich jetzt so in der Schweiz war es ein bisschen der Cesi Zehnder, der hier lange gespielt hat. Es war bei uns in den Junioren eher so ein bisschen hell gewesen, beziehungsweise mega viel ans Fünfe wollen, das weiss ich genau. Und eben, dann habe ich es nicht bekommen und dann habe ich auch das Vierer genommen. Und darum habe ich auch die Nummern. Also eigentlich, weil ich das 5 nicht bekommen habe, habe ich jetzt 4. Mal gereichert? Ja, ganz klar. Ja, jetzt Fribourg aber allgemein, dann viele gute gehabt. Auch als ich auf Bern bin gewechselt, habe ich auch die Matchen geschaut und so. Und da ist der Reichert hat natürlich schon ein grosses Vorbild gesehen. Wayne Gretzky.